Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir einmal Cars vs. Runners. Okay, auf jeden Fall machen wir das so. Der Marlon hat halt kein Schere, Stein, Papier, deswegen macht er jetzt einfach Stein. Und mal sehen, was wir haben. Wir haben jetzt Blatt, also haben wir gewonnen. Und der Gewinner, haben wir gesagt, der ist jetzt erstes Autofahrer. Ja, das ist die Strecke. Eigentlich ganz einfach. Ich glaube allgemein, der Autofahrer hat es immer ein bisschen schwerer, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, mal sehen, ob ich das schaffe oder überhaupt, ja, beziehungsweise ob es überhaupt einer schafft, als Auto ihn runterzuschmeißen. So. Ich glaube, eventuell habe ich auch einfach zu viele Sicherheitspunkte gemacht, zum Beispiel da, wo er gerade drauf stand. Ich weiß nicht, ob ich davon auch zu, ob wir da einfach zu viele davon gebaut haben. Das heißt, es geht auf einmal irgendwie so schnell zu Ende. Oh, das war. Ja gut, jetzt war es jetzt halt wirklich komplett. Ja okay, jetzt hat das in der ersten Runde hat das auf jeden Fall geschafft. Jetzt lege ich jetzt 1-0-4 hin. Wir machen einfach Best of 3. Und ja. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall mal der Runner. Mal sehen, wie das aussieht. Ja, also ich glaube, es ist schon ziemlich schwer, weil hier wirklich sehr, sehr viel gebaut wurde. Wir machen es auf jeden Fall so wie das letzte Mal. Also entweder es gewinnt einer oder es ist halt unentschieden. Jeder muss halt dreimal laufen und dreimal fahren. Ja. So, hoffentlich trifft er mich jetzt nicht, aber das trifft er auch nicht mehr. Ja, es ist glaube ich ein bisschen zu schwer. Wenn nicht, ich probiere es auch mal eventuell einfach diese Rampen so zu bauen, dass man mal richtig gerade durchfliegt. Okay, 1-1. Okay, dritte Runde auf jeden Fall. 1-1 zur Zeit dennoch. Ich glaube, ich muss eventuell mal. Ah, ja, aber sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen mehr als einfach so auf Zufall zu springen. Und, jawohl! Das war auf jeden Fall der erste Treffer. Haben wir auf jeden Fall geschafft, nice auf jeden Fall, dann steht es auf jeden Fall jetzt 2-1 für uns. Der 5. Runde auf jeden Fall angefangen. Ich versuche mich mal wieder zu treffen. Das wäre schon ein ganz guter Start, wenn wir ihn am Anfang schon mal zweimal, also in der ersten Runde sind wir, wenn man das Spiel zweimal spielt. Okay, ein paar Überschläge. Und das steht übrigens 3-1. Vielleicht treffen wir ihn so, ah, knapp. Okay, jetzt war es auf jeden Fall komplett. So. So, ich denke, kann ich nicht treffen. Oh, wir haben ja auch nicht getroffen. Schade, knapp auf jeden Fall. Vielleicht kann man da wirklich nicht treffen. Okay, komm, jetzt haben wir noch eine letzte Chance. Schaffen wir es? Ja! Wir haben es wirklich gerade so geschafft, Leute. Das war es auf jeden Fall. Das war ein richtig geiler Stunt auf jeden Fall. Das haben wir jetzt 4-1. Okay. Das wird auf jeden Fall die letzte Runde sein. Steht zur Zeit 4-1 für mich. Diesmal laufen wir von der anderen Seite los. Einfach aus dem Grund, dass vielleicht mal gucken, wie es von der anderen Seite ist. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen durch. Okay, ich bin einfach an diesem Hook, an dieser Kante irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung warum. Da steht auf jeden Fall 4-2. Damit war es mit Runner vs. Santoro. Wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, was wir noch so machen können an Challenges in Spielwiese, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.